Wir gehen jetzt rein in die TikToks. Wenn ich lache, gibt es ein random Subgift an die Community. Und Lachen ist Lachen. Nicht Grinsen oder so. Lachen ist wirklich, wenn richtig ein Pusten aus meinem Maul kommt oder so oder ein vernehmbares Geräusch, das ist Lachen. Grinsen ist kein Lachen. Ich darf grinsen. Bruder, dieser Glitch-Effekt. Der Glitch-Effekt hat es auf jeden Fall nochmal ausgemacht. Oh, mein Hals tut weh. It worked. It did. Bruder, das Ding ist, das finde ich nicht mal lustig, weil es mir einfach nur für ihn weh tut. Ich merke genau, wie dieser Schmerz von diesem kleinen Scheißkind sich durch meine Eierhoden ausbreitet bis in meinen Rückenmark. Ich verstehe nicht, wer heutzutage noch sagt, ey, ich bin jetzt Mitte 20, ich habe ein bisschen finanzielle Freiheit. Jetzt habe ich Bock auf ein Kind, was sich den ganzen Tag und die ganze Nacht voll scheißt und mir in meine Eier reinhaut. Ihr kriegt keine Subs von mir. Auf gar keinen Fall. Damn, son. Respectfully. Respectfully. Actually kranke Moves. Ey, kann man gar nichts gegen sagen. Actually krankes Movement, Bro. What the fuck? Der hat todeskrasse Moves. So macht mir Felix' Mutter die Schlange im Bett. Auch hier respectfully, aber ich lach nicht. Das hat mich eigentlich eher nur angemacht. Ist das ein perfekter Jumpscare? Ey, ohne Witz, du kriegst einen Permaban, wenn das ein Jumpscare ist. Also legit, ich hätte einen Fünfer gewettet, dass es ein Jumpscare ist. Chad, wer hat sein Headset abgenommen? Man braucht sich dafür nicht schämen. Ich hätte damit gerechnet, da springt so eine animierte Spinne raus, die mich anschreit oder so. Ihr werdet es fühlen. Ihr guckt am Handy irgendwas, so mache ich es immer, und man hat so Angst, dass da ein Jumpscare kommt. Immer ein bisschen Augen zu kneifen und das Handy so ein bisschen wegnehmen und so eindrehen mäßig, so. Oder einfach beim Handy komplett Ton aus. Das funktioniert auch. Handy weiter weghalten, ja. Jeder fühlt, wir leben alle das gleiche Leben, Mann. Oder es treiben sich solche Hurensöhne auf im Discord rum. Oh, jetzt hätte ich fast gelacht, wegen meinem eigenen Spruch. Oh, wow, 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 wow. Junge, dann tritt er auf den Deckel. Ihr seid so gottlos unterwegs. Wisst ihr das eigentlich, wie gottlos ihr seid? Bruder, POV, Kenneth, wenn er sagt, boah, Bruder, das war ein wilder Samstagabend. Das treibt Kenneth in seiner Freizeit den ganzen Tag. Der frisst und säuft Zucker und spielt fucking Rocket League. Laut gleich lustig, XD. Bastard. Du Bastard, der das geschickt hat. Wohin mit ihm? Wohin? Bruder, einfach, er hat einen neuen bewohnbaren Planeten gefunden. Oh, ich muss ganz kurz meinen Kreislauf resetten. Bruder, der hat kurz, der klebt jetzt in irgendeiner Umlaufbahn. Perfekt. Quick and dirty, Baba gecuttet. 8 Sekunden, der war's. Yes! Wow, das Geräusch von so einem Boomerang. Jetzt gibt's ein Subgift. Wie funktioniert das? Der war hart. So. Nee, das ist es nicht. Das ist edgy. Was ist das für ein Instrument? Wisst ihr, was mich gefickt hat? Erstens, dass die Länge perfekt war und diese Nahaufnahme. Wirklich dieses 5 Sekunden auf diese Fakeflöte rauffilmen, das hat mich gekillt.
Ach Mann. Er war starker TikTok. Jetzt würde ich halt einen Mutter-Joke über Felix Mutter bringen, aber ich trau mich nicht mehr. Aber ich werde einen Sub vergiften. Das mache ich. Boah, actually, ich hätte nicht gedacht. Actually, ich hätte nicht gedacht, dass ich hier heute noch 2 Subs rausscheppern muss, aber starker Toki. Ach, der 3. Wovor ich ja vor gerade Legenden. Gugolkro. Oh mein Gott. Zivitracht. Oh mein Gott. Gehkrafterfahrung. Eimelodien. Gehkrafterfahrung. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nicht Gegenschlag. Holy shit, es ging gar nichts mehr, Alter. Boah, stark, aber. Starker Toki. Doch, war gut funny. Zu lang, aber war gut funny. Be bang dick. Se bang pussy. Oh mein Gott, dass ich da grinsen muss, ist so lächerlich. Ja, da. Man Bangkok ist ja keine Mutter, man kann nicht. Bangkok, Bang Dick, Bang Pussy und Bang Ditz. Ich sag C. Bang Pussy. Bruder, der ist auch ganz, ganz, ganz schlimm auf Crack. Der hat halt 3,1 Millionen Likes. Keiner weiß, nur Gott weiß, wo er herkommt. Aber es ist auch irgendwie satisfying und lustig. Kage, 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 Kage and Patsy, Patsy, Patsy and Patsy. Kage, 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 Das ist actually funny, aber der tat bestimmt auch extrem weh. Das ist ein dummes Tier, was gleich aus dem Leben fliegt in so einem Hamsterrad. Das ist eine Gazelle oder sowas. Boah, wohin mit ihm? Oha, wohin? Hat er in der Luft in das Klo geschissen? Das ist ja der Kracher. Bruder, was hat der für eine Körperspannung? Der hat ja nicht mal ansatzweise sich bewegt, um sich irgendwie abzustürzen. Ich hoffe, dem geht's gut, Mann. Ich hab Husten. Es sind halt nur Bastarde in meinem Discord unterwegs, ne? Ihr solltet euch alle was schämen. Mono der Trimax hier. Mono der Trimax hier. Mono der Trimax hier. Wie oft er diesen Satz in seinem Leben wohl schon gesagt hat? Chat, schätzt mal, wie oft Trimax in seinem Leben den Satz Moin Leute, Trimax hier gesagt hat. Ich sag 3800 Mal. Moin Leute, Trimax hier. 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 Oh mein Gott, die Frisur. Moin Leute, Trimax hier. Moin Leute, Trimax hier. Moin Leute, Trimax hier. Oh mein Gott, die Frisuren. Oh, die Frisuren haben mich fast gekillt. Die hatten mich fast. Bro, als Buttergolem hat es angefangen und als Waldschrat hat es geendet. Als Waldschrat. Wieso, was heißt das? Ist das nicht ein Vogel? Mach doch nichts. Fast. Ich schäme dich. Ich lache mit ihm. Waldschrat. Ja, aber ich habe nicht wegen dem Frisuren gelacht. Ich habe wegen meinem eigenen Spruch gelacht. Zählt das? Der Buttergolem. Ja, actually, ihr habt recht. Komm, zählt. Ich hätte einfach mein Maul halten müssen. Ich habe selber Schuld. Wieso halte ich auch einfach nicht mein Maul? Sommerräume, Bleine, ich will das. Oh, wir haben es jetzt auch fast geschafft. Furz für mich. Oh nein. Darum oh nein, nicht der. Ich habe noch einen auf Lager. Willst du ihn hören? Bitte, bitte, ja. Das war einer der Marke Ultra Fies. Frag mich doch mal nach einem langen und ratternden Furz. Oder sag zufällig. Gib mir den ratternden Furz. Der heutige Furz des Tages ist ein deftig Furz. Soll ich noch ein Furzgeräusch spielen? Ja. Oh, ich muss aufhören.
Ich muss aufhören, sonst lache ich.